Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Und heute bekommt ihr die Häutung von der Gramostola Rosea zu sehen. Nicht ganz von Anfang an, ich hab's leider verpasst, weil ich da auch am Stream war. Hab's dann aber auch gemerkt. Und direkt nach dem Stream habe ich das ganze Setup aufgebaut, das habt ihr dann auch gesehen. Die wichtigsten Sachen sind auf jeden Fall alle gut zu beobachten. Und am Ende wird das Ganze noch ein bisschen kritisch, habe ich erst gar nicht so wahrgenommen. Ist mir erst dann aufgefallen, als ich das beheben wollte, das Problem. Und dann gesehen habe, dass da noch ein viel größeres Problem ist. Und das Ganze nach dem Intro. Thank you.
So, nach über 8 Stunden, müssen jetzt schon 9 Stunden sein, nach 9 Stunden Rampenlicht werden wir das Tier jetzt mal in Ruhe lassen. Wir haben die Häutung hoffentlich weitestgehend drauf. Wäre natürlich schön, würde mich freuen, wenn das geklappt hat. Ich war natürlich nicht die ganzen Stunden jetzt da und habe das beobachtet. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das alles geklappt hat. Warum auch nicht? Ja, auf jeden Fall ist sie jetzt Schluss. Ich gehe schlafen und sie hat ihre Ruhe. Wir machen jetzt dicht, ne? Machen die Lichter aus, damit auch sie sich in Ruhe ausruhen kann, weil das ist nicht wenig anstrengend für die Tiere, ne? Die haben da auch gut mit zu tun. Ich guck mal, ob alle Beinchen draußen sind, aber ja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, jupp, jedes Beinchen ist draußen. Und jetzt lassen wir die Kleine in Ruhe, ne? Hab's nochmal gesehen, ein bisschen sich bewegt. Ihr seht doch, wie alles so ein bisschen farblich schon, naja, krasser aussieht, sagen wir es mal, ne? Vor allen Dingen auch die Fänge auch rot sind, beziehungsweise weiß und mit roten Hauch, ne? Ja, ich habe nichts mehr zu sagen, ich will ins Bett, das Tierchen will seine Ruhe, wir machen jetzt die Lichter aus und die Kameras aus, alles hat gut gearbeitet, hoffentlich, und ich werde mir das dann angucken und dann werden wir sehen, ob wir da was Schönes rausgeschnippelt bekommen oder eben nicht. Ja, die Häutung ist durch, wir sind am nächsten Morgen, aber ihr seht hier, ne, da klebt noch was vom Abdomen dran. Das muss ab. Muss nur gucken, wie ich das am besten gegriffen bekomme, um das abzumachen. Ich glaube, dass nicht nur das Abdomen das Problem ist. Ich glaube, ihr Kopf hängt auch noch dran. Da werden wir auch noch helfen müssen. Zack. Und na, vorsichtig. Vorsichtig. Hopp und ab ist es. So. Ja, hier ist gerade Licht ausgegangen. Ist aber nicht schlimm. Das war jetzt wichtig, ne? Also achtet auf sowas, ne? Ihr habt die Haut ja. Und da war zu sehen, da fehlt was. Ne? Der obere Teil, habt ihr ja gesehen, der war nicht mehr dran an der Spinne. Das war noch hier dran, ne? Vom Abdomen, der Teil. Und ja, wenn ihr dann vom Carapax den Deckel oben hier irgendwo findet, dann muss der auch irgendwo sein. Und der war auch noch dran. Ihr seht, sie strahlt jetzt gerade in einer wunderschönen Farbe, nämlich so, wie sie sein soll als Rosea. Aber das war jetzt ganz, ganz wichtig. Ich habe das eben auch erst gesehen, als ich die Haut abgemacht habe vom Hintern, dass da noch der Carapax oben, der Deckel drauf klebt. Das muss ab. Das muss ganz dringend ab. Ne, sowas darf nicht zu lange dranbleiben, weil wenn sich das festigt wieder, dann bleibt das natürlich stecken und sie hat ein Riesenproblem. Das habe ich jetzt noch rechtzeitig abgemacht. Deswegen sage ich, guckt auf eure Tiere jeden Tag am besten, frühs und abends. Ne? Das ist nicht ein Tier, oder diese Tiere sind für mich halt nicht nur Tiere, die hole ich mir und dann stelle ich sie hin wie ein Dekoartikel. Das sind halt Lebewesen und die hat jetzt offensichtlich Hilfe gebraucht. Ne? Die hat jetzt wirklich Hilfe gebraucht und die hat es jetzt bekommen. Toi, 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 dass ich das noch gut abbekommen habe. Ja, und hier haben wir die Haut. Die bringe ich jetzt auch in Sicherheit. Das ist halt schönes Anschauungsmaterial. Ja, so schön großes. Und da haben wir das wunderschöne Tier, ne? Komplett gehäutet jetzt. Ne? Alles ist ab. Ne? Guckt man am besten immer, sind alle Beinchen dran. Ne? Wenn alle Beinchen mit allen Teilen dran sind, ist alles gut. Ne? Alles dran an der Haut. Wie ihr gesehen habt, das einzige Problem, was da war, war eben, es hing was am Abdomen fest. Und ja, durch das Abmachen vom Abdomen ist dann aufgefallen, dass auch noch der Deckel oben dran ist. Den haben wir hier. Ist natürlich kaputt gebröselt, ne, weil der war schon sehr fest.
da muss man schnell sein. Und bevor ich es noch mitgekriegt habe, so schnell. Und hätte ich gewusst, dass das Ding noch dran ist, dann hättet ihr das jetzt auch nicht zu Gesicht bekommen. Weil ich mich dann mehr konzentriert hätte und dafür keine Kamera mit in die Hand genommen hätte. Ne, also das ist jetzt tatsächlich für euch Glück gewesen, dass ich das nicht gesehen habe. Weil ihr habt ja gesehen, wo ich ansetzen musste, um das auch hochzuklappen. Ne? Ich musste ja wirklich unter die Haut drunter. Und das war ja noch ziemlich nah dran. Ne? Das waren vielleicht 3-4 Millimeter hat es abgestanden. Und da musste ich mit der Pinzette drunter, um das Ganze hochzumachen. Sie ist super lieb. Ne? Und nur weil sie so super lieb ist, hat das funktioniert. Aber jeder andere wäre mir schon die Decke hochgesprungen. Vorteil ist, wenn der Deckel noch drauf ist, sie sieht mich natürlich nicht. Ne? Sie merkt ja nur die Bewegung und alles, aber sie sieht ja nicht, dass ich da gerade was mache. Ne? Sie sieht nicht, dass ich komme oder irgendwas dergleichen, weil sie hat ja einen Hut drauf. Ja, Schwein gehabt. Wie gesagt, Schwein gehabt. Ne? Frühzeitig gesehen, frühzeitig reagiert. Und ihr habt jetzt auch noch was davon gehabt. Und ich will es nicht runterspielen, war ein Stressmoment, muss ich echt zugeben. War jetzt auf dem frühen Morgen doch ein sehr, sehr großer Stressmoment. Nicht nur wegen der Pelle, die ich abgemacht habe, sondern der Deckel war das Problem. Der Deckel war das Riesenproblem, der mich gerade echt fertig gemacht hat. Weil ich erst Angst hatte, dass ich nirgendwo da drunter komme. Bei den meisten ist es immer schon so ein bisschen angeklappt und bei ihr war es Gott sei Dank jetzt auch der Fall, dass der Deckel so ein bisschen angeklappt war und ich da runtergehen konnte. Ihr habt ja alles gesehen. Aber sie ist wunderschön, sie hat sich fertig gehäutet und auch ihr Carapax oben wird noch schön rosa werden. Ne? Also da verändert sich auch noch was. Ne? Dadurch, dass sie so zugedeckelt war und alles noch dran war, ist immer blöd. Aber da ist sie, die Rosea. Eine wunderschöne Spinne. Und ich bin froh, dass wir das aufnehmen konnten. Und ich muss auch noch diese ganzen Stunden sichten, um überhaupt zu schauen, hat das jetzt funktioniert oder nicht. Ne? Also ich hatte ja zwei Kameras aufgestellt, habt ihr alles gesehen. Und mal schauen, was daraus geworden ist. So, aber das soll es jetzt mit dem Tierchen gewesen sein. Freue mich, dass das alles geklappt hat. Ja, und das war die Häutung von der Grammostula rosea. Wie anfangs schon gesagt, war es dann doch irgendwie ein bisschen stressiger als erwartet. Und wie ich es auch gesagt habe, ich hätte gar nicht die Kamera angemacht und die Kamera in der Hand behalten, wenn ich gewusst hätte, dass ich da noch die Deckel abziehen muss. Man hat es dann aber auch gemerkt, dass das dann doch vielleicht ein bisschen stressiger war in dem Moment. Ich glaube, ich hatte 3 oder 4 Millimeter gesagt, aber es war wirklich nur 1 oder 2 Millimeter, die ich da Platz hatte, um dazwischen zu gehen und das Ganze hochzuhebeln. Aber so ist es dann halt, ne, wenn man dann die Kamera noch in der Hand hat und gleichzeitig noch was anderes, Wichtigeres zu tun hat, dann dann kommt sowas bei raus. Aber ist ja alles gut gegangen, war gar nicht so schlimm. Ich meine schon, wenn man es ja nicht mitbekommen hätte, dass der Deckel noch drauf ist, dann wäre es schon echt dramatisch geworden. Aber so ist ja alles gut gegangen und dem Tierchen geht's auch gut. Hier könnt ihr euch nochmal anschauen, ne? Wie versprochen, in ihrem schönen Rosa. Den Deckel sehen wir leider nicht so schön. Carapax versteckt sie. Aber ist nicht schlimm, wir sehen es ja trotzdem. Ne? Grammostula rosea. Wunderschönes Tier. Und ihr geht's gut. Na, ihr geht's wunderbar. Aber jetzt sind wir durch und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nett. Und wenn du ganz neu hier bist, kannst du gerne ein Abo da lassen. Würde mir extrem weiterhelfen. Und nun gibt's nichts mehr zu sagen. Also ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.